meine Leckermäulchen und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo, wo es mal wieder um Desserts geht. Ja Leute, Desserts sind immer gut, auch als Vorspeise. Ich liebe Desserts. Und zwar ist es jetzt kein neues Produkt, es gab es schon ein paar Mal so als Limited Edition bei Lidl, Leute. Und zwar nur bei Lidl. Und zwar haben wir hier einmal keine Mousse au Chocolat, sondern eine Mousse au Caramel. Nein, doch. Leute, es ist eine Karamellmousse, es steht nicht drauf, Salted Caramel. Wir müssen hier also auch nicht nach Salz forschen, weil man schon weiß, es schmeckt nur nach Karamell. Dann ist es auch okay. Es soll ja demnächst auch die neue High-Protein-Mousse rauskommen. Ja, es ist eine High-Protein-Mousse, aber es soll sie in der Geschmacksrichtung mit Karamell geben. Leute, da bin ich sowas von am Start und werde die testen. Das hier ist jetzt mal so ein kleiner Vorspann. Ich hoffe, es wird gut. Und ich bin gespannt, ja. Oh, wie sie schmecken. Keine Sorge, es ist alles heil geblieben. Das Bild ist doch schon mal mega, oder? Das ist sowas von geil. Viermal haben wir jetzt die Auswahl. Und Leute, Mousse sind ja immer richtig geil, weil ich kann sie euch in einer Großaufnahme zeigen, ohne dass was passiert. Habe ich jetzt Glück gehabt, dass nichts passiert ist. So, ihr seht, es ist eine luftige, schaumige Mousse. Und ich bin gespannt. Nein, ich zeige es euch mal in der Großaufnahme, weil ihr sollt ja auch sehen, wie schaumig das ist. Ich zeige sie euch jetzt mal in der Großaufnahme, weil ich euch zeigen will, wie die Konsistenz so ist. Also ich hoffe jetzt, ich werde hier nicht enttäuscht. Und, oh, es ist schon mal sehr fluffig und leicht. Und, oh ja, hallo Leute, also ihr seht schon, das ist sowas von leicht. Guck mal, ah, vielleicht sollte man es nennen Mousse au Caramel à la Wackelpudding. Aber es ist sehr schön schaumig, luftig, locker, wie eine Mousse sein soll. Optisch schon mal 10 Punkte. So, jetzt kommen wir zur Geschmacksprobe. Also ihr seht schon, das ist so leicht. Also ich glaube, ein so ein Becher, wie viel wiegt ein so ein Becher? 4 mal 60 Gramm, also es sind 60 Gramm in einem so einem Becher. Es ist, ja, gut. Hallo. Ja, was soll ich sagen? Es ist geil. Oh Gott. Oh Mann. Oh gut. Es ist eine luftig lockere Mousse. Sehr süß und es schmeckt auch nach Karamell, so ganz leicht, so ein Hauch Kaffee und Cappuccino. Ich kann es nicht sagen, Karamell hat ja immer so die Tendenz dazu, nach Kaffee zu schmecken. Man kann es sich einbilden, aber es ist wirklich, wenn man jetzt mehrere Löffel nimmt, es sind ja nur 60 Gramm, also es ist wirklich, es ist sehr schaumig, sehr luftig und locker. Es ist ein sehr süßes Karamell, aber es ist Karamell, es schmeckt nach Karamell. Und es knistert richtig schön, diese Blasen im Mund, wenn man die mit der Zunge kaputt drückt. Leute, das kann man mal machen. Man muss Karamell mögen, wenn man kein Karamell mag, sollte man da nicht beigehen. Es schmeckt ähnlich nach Toffifee. Etwas. Das schmeckt so ein bisschen, als hätte man Toffifees in so einer Schaummousse verarbeitet. Also es schmeckt sehr stark nach diesem originalen Toffifee-Karamell. Ist lecker. Ich würde dir 8 Punkte geben. Es ist luftig, locker und schaumig. Wie gesagt, ihr kriegt sie nur bei Lidl. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es sie jetzt noch bei Lidl gibt, weil ich drehe meine Testvideos immer ein bisschen vor. Also das Video ist jetzt hier bestimmt schon eine Woche alt fast. Keine Ahnung, ob es sie noch bei Lidl gibt. Es gibt davon auch noch andere Mousse-Sorten. Schokolade fand ich jetzt nicht so interessant, aber Karamell muss man mal probiert haben.